wir sind heute hier in Altona, wir machen einen Women's March gegen Trump und die G20, weil wir ja alle mitbekommen haben, ist heute ja auch der, oder diese Woche ja auch der G20-Gipfel in Hamburg. Und wir sagen, dass die Herrscher, die sich bei G20 treffen, ja immer noch diejenigen sind, in deren Länder Frauen unterdrückt werden. Auch hier in Deutschland gibt es viele Dinge, wo Frauen immer noch nicht gleichberechtigt sind. Und deshalb wollen wir hier demonstrieren heute. 1, 2, 3 und 4! 1, 2, 3 und 4! Olaf Scholz not welcome here! Olaf Scholz not welcome here! 5, 6, 7, 8! 5, 6, 7, 8! Die SPD wird platt gemacht! Die SPD wird platt gemacht! Selbstbestimmung für alle, das ist im Prinzip das, was ich fordere, egal worum es jetzt geht. Ich habe jetzt auf meinem Plakat oder heute thematisiert hauptsächlich Frauen, aber am Ende geht es für alle, dass egal ob in der Politik oder sonst wo, wenn irgendwas thematisiert wird, dass am Ende trotzdem jeder für sich selber entscheiden muss. My body, my choice. My body, my choice. Her body, her choice. My body, her choice. Wir haben als Ziel, dass wir gegen die Unterdrückung der Frauen kämpfen, aber natürlich auch allgemein, dass wir gegen die verschiedenen Formen von Unterdrückung kämpfen wollen, für die G20 ja auch stehen. Also gerade was Frauen angeht, irgendwie die Gewalt gegen Frauen, aber auch die Niedriglöhne, die niedrigen Renten, die Gewalt, die es halt auch gegen die Protestierenden gerade in Hamburg gibt, all das wollen wir halt auch heute hier auf der Demo zur Sprache bringen. Say it loud, say it clear, G20 is not welcome here. Und weil die G20... Die sind Vertreter des Kapitals, Vertreter der Umweltzerstörung, Vertreter für alle Kriege in der Welt. Deswegen die protestieren. Also mal Donald Trump als Beispiel, weil der ja auch das Hauptthema ist heute. Ich finde, der ist unglaublich sexistisch und widerlich. Und dass so jemand so ein großer Politiker sein darf, ist einfach ein schlechter Witz. Und jemand, der so sexistisch ist und solche Sachen sagt wie Donald Trump, dass man Frauen sexuell belästigen darf, macht ja gar nichts, dafür sind sie ja da, finde ich nicht in Ordnung. Und deshalb muss man dafür auf die Straße gehen. One word, one solution. We need revolution. We need revolution to overturn the system and replace it with a socialist, communist system, which would benefit the whole humanity, not only a silver minority. Sexistisch, neoliberal, AfD, Partei fürs Kapital.